Wir haben mal wieder eine neue Minecraft-Testversion bekommen und das Ganze hat neben einigen Bugfixes mal wieder auch diverse Quality-of-Life-Sachen und unter anderem Custom-Armor mit dabei und auch Custom-Elytra und ein paar weitere richtig coole Sachen. Und dementsprechend schauen wir uns natürlich die wichtigsten Sachen mal wieder ein bisschen genauer an. Schreibt auf jeden Fall fleißig in die Kommentare, was ihr davon so haltet und wie ihr das Video natürlich findet, auch gerne, was ich besser machen kann. Ansonsten würde ich sagen, wir legen einfach mal los und viel Spaß. Wir beginnen das Ganze mit einem kleinen Update zum Thema Bundle. Die haben ja in den letzten Wochen schon so einige Updates bekommen. Unter anderem sieht man ja hier eine neue Übersicht. Man kann jetzt die Items durchswitchen, sich bestimmte Items rausholen und die Items auch leichter rausnehmen bzw. die auch dann leichter wieder befüllen. Und dazu gibt es noch eine weitere Zusatzfunktion, wenn ich jetzt das Bundle in die Hand nehme und rechtsklicke. Da wurde früher der ganze Beutel entleert. Und jetzt entleert man quasi Stück für Stück die einzelnen verschiedenen Item-Varianten, jeweils als Deck. Außerdem gibt es mal wieder ein paar neue Item-Components und das ist halt immer eine sehr coole Sache, gerade für Map-Creator. Und diesmal haben wir gleich einfach Custom-Armor bekommen. Und zwar könnt ihr jetzt nämlich zu jedem Item sagen, dass es mit einem Component equipable ist. Das heißt, ihr könnt sagen, ein Fisch, egal, der kann einfach angezogen werden als Hose. Ein Redstone kann einfach als Kopf aufgesetzt werden. Ihr könnt sagen, ein Stein, egal, das sind einfach Schuhe. Und das ist halt ziemlich cool. Ich habe jetzt hier einfach mein Akazienboot genommen und habe gesagt, okay, das Ganze ist equipable im Slot Füße. Und ich habe sogar eingestellt, welcher Sound abgespielt werden soll. Und dann kann ich mir das Ganze mal geben lassen. Und dann kann ich das hier einfach in die Füße packen. Ich kann es nicht in die anderen Slots packen. Das funktioniert nicht. Ich kann es natürlich noch in der Hand nehmen, das ist klar. Aber ich kann es nicht in die Hose oder so packen, sondern nur in die Schuhe. Steht natürlich jetzt nicht dran, das wäre jetzt ein anderes Component, das ich noch anzeigen könnte, wo es ausrüstbar ist. Und ich könnte ihm natürlich auch noch Attribute geben, könnte sagen, es hat so und so viel Rüstung oder bringt noch irgendwelche Effekte. Man kann natürlich auch Enchantments draufpacken oder was auch immer. Also richtig coole Sache. Und ihr könnt nicht nur einstellen, wo das Ganze ausgerüstet werden soll und welcher Sound abgespielt werden soll, sondern ihr könnt auch rein theoretisch sagen, was für ein Model angezeigt werden soll, weil standardmäßig hat natürlich so ein Boot kein Design, was angezeigt wird, wenn man das als Schuhe ausrüstet. Das könnt ihr aber mit einem Ressourcenpaket selber hinzufügen und dann custom-mäßig irgendwas anzeigen lassen. Ihr könnt sagen, welche Entities können das Ganze ausrüsten, können das nur Spieler oder auch zum Beispiel kann ein Zombie das aufsammeln und ausrüsten oder irgendwelche anderen Entities, ein Armor-Stand zum Beispiel, und kann das Ganze dispensable sein. Also könnt ihr es auch mit einem Dispenser ausrüsten oder nicht. Das könnt ihr jetzt quasi einfach alles einstellen. Richtig coole Sache. Aber das Ganze wird noch deutlich interessanter, denn man kann für diese neuen Models übrigens auch die Trim Components verwenden. Das heißt, die Verzierung, die man ja von den Rüstungen kennt, die kann man auch für die neuen selbst erstellten Rüstungen sozusagen verwenden. Und das gilt übrigens nicht nur für die Rüstungen für den Spieler, sondern natürlich auch für andere Tiere, Lebewesen, die ebenfalls Rüstungsslot haben. Zum Beispiel Wölfe, Pferde oder so. Das heißt, man kann dort jetzt auch ebenfalls Armor-Trims drauf machen. Also Wolfrüstung mit Armor-Trims, Pferderüstung mit Armor-Trims. Also richtig cool. Aber das Ganze ist noch lange nicht vorbei. Wir können nicht nur das Model von einem ausgerüsteten Item jetzt verändern, sondern mit dem neuen Component Item Model könnt ihr einfach Items selber verschiedene Models zuweisen. Das heißt, ihr nehmt einfach zum Beispiel zwei Eisenschwerter und sagt, das eine soll zum Beispiel das Model von einem Feuerschwert haben und das andere von einem Eisschwert. Die müsst ihr natürlich über ein Ressourcenpaket ins Spiel reinbringen, aber ihr könnt einfach verschiedene Model relativ einfach jetzt auf verschiedene Items draufbringen. Aber das Ganze geht noch weiter, denn es gibt noch ein weiteres neues Component und zwar Glider. Und wie man schon am Namen erkennen kann, könnt ihr damit ein Item gleitbar machen. Also egal welches Item, könnt ihr zu einer Art Elytra machen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Dabei seid ihr nicht nur auf die Chestplate begrenzt, sondern ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte jetzt hier einfach mal wieder ein Akazienboot haben. Und zwar hier an den Füßen ausrüstbar. Und sage einfach noch dazu, es hat noch zusätzlich den Glider-Effekt. Ich mir das Ganze jetzt geben lasse und das Ganze hier ausrüste. Und dann einfach mal ein Stück nach oben fliege. Dann kann ich damit einfach, wie mit der Elytra, durch die Gegend gleiten. Richtig cool. Aber ich habe nichts anderes an als das Boot an den Füßen.
Aber das ist tatsächlich noch nicht alles, denn es gibt noch ein weiteres neues Component und zwar Tooltip Style. Damit könnt ihr jetzt den Style, also das Design von den Tooltips verändern, also von den Itembeschreibungen. Tooltip Beschreibung ist quasi dieses Fenster, was dann aufgeht, wenn ihr mit der Maus über ein Item rübergeht, dieser Kasten. Ihr könnt zwar mit den Tooltips schon einstellen, was dort angezeigt werden soll und was nicht, aber das Design grundsätzlich von dem Kasten konntet ihr bisher noch nicht verändern und das ist damit jetzt möglich. Also ich kann auch einfach sagen, dass das Ganze nicht wie jetzt so einen grauen Hintergrund hat und so einen leicht bläulichen Rahmen außenrum, sondern wie hier zum Beispiel einfach so aussieht. Das ist es einfach eine Textur, die nicht vernünftig geladen werden konnte. Aber ich kann dort auch einfach einen gelben Hintergrund machen. Ich kann sagen, ich möchte ein Bild dahinter haben, mit Flammen zum Beispiel, weil ich eine Waffe als Feuerwaffe darstellen möchte. Dann mache ich diesen Kasten einfach mit Flammen im Hintergrund. Oder ich mache einfach für eine Wasserrüstung, mache ich einfach Blubberblasen im Hintergrund. Also das könnt ihr jetzt custom-mäßig über Ressourcenpakete auch selber hinzufügen und dann hier quasi mit dem neuen Tooltip-Style hinzufügen. Außerdem haben wir ja in den letzten Wochen dann auch mal endlich kleine Versionen von Delfinen und von Tintenfischen bekommen. Und die können jetzt beide auch natürlich spawnen. Tintenfische haben so eine 5% Chance. Bei Delfinen weiß ich es tatsächlich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall könnt ihr kleine Delfine jetzt auch mit Fisch füttern, um sie schneller auswachsen zu lassen. Das ist ähnlich wie bei vielen anderen Tieren. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und allgemein wurden da auch noch einige Bugs behoben, denn viele von denen sind oft irgendwie Richtung Meeresboden geschwommen und haben probiert, in den Boden reinzukommen. Das wurde noch behoben. Und bei Tintenfischen ist es auch so, dass bei kleinen Tintenfischen die Partikel von den Tintensachen nicht so richtig an den passenden Positionen waren. Das wurde jetzt auch noch ein bisschen behoben. Dazu gab es jetzt auch ein paar kleine Updates. Außerdem wurde jetzt ein bisschen verändert, wo Fledermäuse spawnen können. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Blocktag, der sagt Bed Spawnable On. Wo denn überhaupt Fledermäuse genau spawnen können. Und jetzt können sie zum Beispiel wohl nicht mehr in Waldanwesen spawnen, sondern hauptsächlich nur noch da, wo quasi das Ganze gewünscht ist. Dann gibt es noch für Items eine ganze Reihe an neuen Tags, und zwar mit welchen quasi gewisse Rüstungsarten repariert werden können. Das heißt, ob man zum Beispiel mit einem Goldbarren halt eine Goldrüstung reparieren kann oder nicht. Das kann damit halt quasi auch festgelegt werden sozusagen. Und welche Rüstung tatsächlich Piklins-safe sein soll. Also mit welcher Rüstung man von Piklins nicht angegriffen wird. Es gibt übrigens auch ein paar neue Bugs. Unter anderem werden manche Rüstungen nicht mehr richtig angezeigt. Das liegt halt an diesen neuen Model-Sachen. Und zwar das hier ist nämlich eigentlich eine Kettenhemd-Rüstung. Die wird halt aktuell als Rüstung geladen, die nicht gefunden werden konnte. Das ist diese Default-Textur, die kennt man vielleicht von diversen Blöcken von früher. Das war dann ab und zu mal so der Fall. Und das hier ist übrigens keine Diamond-Rüstung, sondern das ist eigentlich die Netherite-Rüstung. Die wird halt auch nicht richtig angezeigt, da wird halt das falsche Model geladen. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die sind bekannt, die werden auf jeden Fall noch behoben. Und die Enderperle, das ist auch bekannt, die portet einen irgendwie nicht so an die richtige Position. Das heißt, wenn ich mich jetzt dahin porte, bin ich auf einmal hier oben. Das ist ziemlich weird, aber das ist auch bekannt, das wird definitiv behoben. Also man wird quasi an eine falsche Höhe geportet. Und dementsprechend erschreckt man sich im ersten Moment so ein bisschen, aber das ist halt auch bekannt, deswegen das wird auch auf jeden Fall behoben. Ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe an Bugfixes, wie gesagt, das ist diesmal auch wieder eine riesige Liste. Da hat man in letzter Zeit wirklich einiges gemacht. Die Patch-Notizen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Bin ich gespannt, was allgemein noch so in den nächsten Wochen dazukommt und wann dieses Quality of Life Update, also die 1.21.2, dann auch wirklich rauskommt. Denn nächsten Monat ist tatsächlich schon Oktober und da ist wie jedes Jahr dann die Minecraft Live-Präsentation, gehe ich mal von aus. Und da wird uns wahrscheinlich dann schon ein bisschen was zum 1.22 Update präsentiert. Und normalerweise, wenn es so wie letztes Jahr ist, wird es schon wenige Wochen danach die erste spielbare Testversion dazu geben. Das heißt, bis dahin sollte man vielleicht mit diesem Update hier durch sein. Aber ich lasse mich überraschen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao, ciao.